So, kurz hierzu. Dario hat auf einen. Vielen Dank. Ja, und danke überhaupt allen Kommentatoren. Ich freue mich hier über diese Wortmeldung. Dario weist hin auf. Ja, es passierte sonst nichts in der Welt. Und darum werde auch ich mich nun diesem Thema widmen hier. Kurz. Es gibt eine singende Nonne irgendwo in Italien und die hat, ja, hat jetzt eine neue Freundin hier für die Promo. Madonna steht auf, profiliert sich hier und bekundet eine Freundschaft zu dieser Dame. Hier ist der Artikel im Stern: Schwestern fürs Leben, Madonna und die Nonne. Ja. Okay, das tut man nicht, was diese Frau hier. Ich meine, sie ist in einer Sing-Show, sie geht dahin, um zu singen. Geht sie dahin, weil sie singen kann oder weil sie eine Nonne ist? Ja, es geht doch darum zu singen. Also warum trägt sie das? Sie trägt hier ihren Glauben auf den Markt, um damit zu punkten. Ja, ich weiß nicht. Diese Frau weiß eh nichts. Okay, ich habe mal kurz hier Bilder. Okay, du siehst, sowas ist eine Nonne. Weiß nichts, weiß offenbar nichts. Die geht einfach da in die Maschine rein, namens Kirche. Wahrscheinlich ist das traditionell. Ja, das tut man halt so. Man denkt nicht nach. Man funktioniert hier. Und sie trägt schwarz. Wovon sie natürlich auch keine Ahnung hat. Schwarz ist binar, Saturn. Okay, ja, okay. Ist sowieso diese Leute hier, auch diese Mönche. Und die genießen eine, ja, irgend so eine, oh, als würde diese Leute so eine besondere Aura umgeben. Oh, schau wie gut. Und wir die Dreckigen. Moment, nicht wahr, ich bin da. Diese Leute, die ziehen sich zurück von der Welt in einen geschützten, ja, in ein Reservat quasi, um dort ihren, was auch immer diese Leute tun. Und sehen sich dann als besonders gottnah. Okay, was ist die größere Leistung? Hier in dieser verdammten Welt zu leben, in der richtigen Welt hier unten, und an Gott zu glauben, an Jesus Christus zu glauben, oder hier in so einem geschützten Rahmen, im Rahmen einer Maschine zu funktionieren, das ist keine besondere Leistung, was diese Leute hier tun. Aber das nur am Rande. Ich wollte kurz zeigen, das regt mich irgendwie auf, sowas. Ja, hier die Bilder haben wir schon gesehen. Okay, jemand, der eine Ahnung hat, auch nur ein Hauch, der tut sowas nicht. Besonders, wenn er hier in dieser Saturn-Uniform im Fernsehen auftritt, die sie natürlich für etwas anderes hält. Und ja, wir sehen das auch hier. Ich habe das kurz aufgerufen. The Voice of Italy. Okay, das ist dieses. Die Franchise. Die läuft ja in verschiedenen. Läuft ja auch in Deutschland, okay? Dieser Vogel. Kenne ich nicht, aber du siehst auch hier, es wird einfach ein Muster angewandt, um die Leute zu beeinflussen. Der wird irgendein bekannter Typ sein in Italien, okay? Ah, ich hasse dieses Zeug. Oh, schöne Bühne hier. Nice Square, okay? Drei Stufen, Quadrat, das Quadrat ist die Spitze der Pyramide ohne Spitze, okay? Die ganze Pyramide, dieser ganze Bau bildet letztlich ein Quadrat oben. Und das Quadrat ist auch der Kubus. Also hier ist die Verbindung. Und ja, wie rührend. Ich bin emotional. Was? Schau, wie noch so ein komischer. Was sind das nur für Leute? Wie sehen Menschen heutzutage aus? Man muss wirklich blind sein, um nicht zu erkennen, dass der Satan in dieser Welt ist, und zwar stärker und massiver als jemals zuvor und offensichtlicher. Okay, und worauf ich hinaus wollte: Hier am Boden liegen Pentagramme. Hier ist das Grid, hier liegen Pentagramme. Die alte Nonne hier tanzt darauf rum, sie realisiert es nicht mal, sie merkt es nicht mal. Ja, hier, bitte alle aufstehen, klatschen. Weg, weg damit. Okay, ja. Madonna, hier, Dario hat auch auf dieses Foto hier
hingewiesen. Ich weiß nicht, ist das eine Montage? Ja, Madonna. Madonna ist ein weiterer Name für Bina. Der Hut. Warum trägt sie wohl einen schwarzen Hut hier? Ja, man hat ihn ja auf den Kopf gesetzt. Aber was repräsentiert er? Natürlich Saturn. Die Stiefel hier mit diesem... Ja, die Auflösung ist nicht gut genug. Ja, ich wollte das auch kurz, eigentlich nur kurz diesen Kommentar hier zeigen. Das war sehr, sehr schön. Vom Ave Maria zu François Zadie ist ein sehr weiter Sprung. Sie steht hier neben mir, im schwarzen Smoking von Yves Saint Laurent, dem letzten Modeschrei. François, Sie kommen gerade aus London. Ja. Und haben dort eine Gala gehabt? Ja, ich bin dort 3 Wochen in einem Kabarett abgedreht. Vor sehr berühmten Besuchern, zum Beispiel? Zum Beispiel die Prinzessin Margaret. Ja, war da. Und? Peter Sellers. Mhm. Und der Duke of Kent. Duke of Kent, ja. Und jetzt anschließend geht es auf eine Tournee durch Afrika. Ja. Ganz viel Glück.